Lange. Lange ist ein Adverb, das mit dem Adjektiv lang zusammenhängt. Lange heißt, was sich über einen großen Zeitspanne erstreckt, im Unterschied zu kurz. Man kann zum Beispiel lange schlafen, man kann lange Yoga üben, man kann auch Langeweile haben, dann ist das eben ein Substantiv, wo das Wort lange Teil ist. Man kann auch sagen, ehrlich währt am längsten. Lange heißt auch seit geraumer Zeit. Also, wenn man sagt, er ist schon lange fertig, dann soll das heißen, er ist schon seit geraumer Zeit fertig. Lange kann auch heißen, bei weitem. Man kann zum Beispiel sagen, es ist lange nicht so schön wie in einem Ashram. Oder Yoga allein zu üben ist lange nicht so schön wie in einer Gruppe. Spirituelle Praxis sollte lange geübt werden. Patanjali im Yoga-Sutra sagt, dass man fest verankert ist in der spirituellen Praxis, wenn man die Praxis über einen langen Zeitraum ohne Unterbrechung und mit aufrichtiger Hingabe geübt hat. In diesem Sinne, wenn du auf dem Yoga-Weg und auf dem Weg zur Gotteserfahrung Fortschritte machen willst, dann musst du lange praktizieren. Und lange hat hier zwei verschiedene Bedeutungen. Zum einen über viele Jahre, zum anderen auch jeden Tag über einen ausreichend langen Zeitraum und zum dritten auch ohne Unterbrechung. Also mal ein paar Wochen zu üben und dann ein paar Wochen nicht, das führt dich nicht sehr weit. Swami Sivananda und Paramahamsa Yogananda haben sogar betont, dass die spirituelle Praxis wirklich täglich sein sollte. Man sollte jeden Tag mindestens 20 Minuten meditieren, und zwar jeden Tag. Swami Sivananda hat mal gesagt, ein Tag ohne Meditation ist zwei Tage verloren. Paramahamsa Yogananda hat es noch etwas massiver ausgedrückt. Er hat gesagt, ein Tag ohne Meditation ist zwei Wochen Rückschritt. Es ist absolut entscheidend, wirklich jeden Tag zu meditieren, ohne Unterbrechung. Und so gilt es, lange zu meditieren, über einen langen Zeitraum und auch ausreichend lange, das heißt schon mindestens 20 Minuten jeden Tag. Und auch die anderen Yoga-Praktiken sollte man regelmäßig ausführen. Auch hier lange, ausreichend lange jeden Tag und lange im Sinne von viele Jahre, letztlich Jahrzehnte bis zur Gottverwirklichung.